Leute diese Meinung aufgegriffen haben, um sie zu kontaktieren. Und wo die Macht der Denkfabriken herkommt. Die politische Macht von Denkfabriken kommt von drei Quellen. Eine ist Geld und verdient eine genauere Betrachtung, denn einige der Finanziers vom CFR und ECFR könnten ihre Finanzierung stoppen, wenn sie wüssten, dass der CFR gegenwärtig bereitwillig einen Atomkrieg riskiert. Die zweite sind naive Prominente, die ihren Namen für solche Denkfabriken hergeben und ihnen damit eine falsche Aura der Reputation geben, was entscheidend ist für die Manipulation unbewusster Medienkonsumenten und Politiker. Die dritte ist ihre Möglichkeit, Politiker zu bezahlen mit der Aufmerksamkeit ihrer eingebetteten Medien. Wenn Politiker tun, was Council on Foreign Relations oder European Council of Foreign Relations oder andere Denkfabriken wollen, dass sie tun, bekommen sie Berichterstattung durch einige der eingebetteten Medien und gewinnen einige Wahlen. Ziemlich trickreich, denn auf diese Weise wird man kein Geld von diesen Denkfabriken auf den Bankkonten solcher Politiker finden. Wir wissen bloß nicht, ob und wie die Medien belohnt werden für ihre, von den Denkfabriken für ihre riskante Dienstleistung. Ein genauer Blick bezüglich der Anteilsinhaber solcher Medien könnte die Antwort dieser Frage liefern. Lassen Sie uns nun den Datenschutzverordnungsentwurf anschauen. Der Kollision des Datenschutzverordnungsentwurfs, welcher EU-Richtlinie 94/46/EC ersetzt, mit dem EU-Primärrecht. Die EU hat nur die Befugnisse, welche ausdrücklich auf sie übertragen worden sind, in ihrem Primärrecht. Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung, Artikel 5 Absatz 2 EU-Vertrag. Die EU darf Datenschutzrichtlinien oder Datenschutzverordnungen produzieren, ausschließlich um die Einwohner ihrer Mitgliedstaaten vor der EU zu schützen oder um sie zu schützen vor den Mitgliedstaaten, insoweit wie die Mitgliedstaaten EU-Recht umsetzen. Artikel 16a EU-Vertrag, Artikel 8 EU-Grundrechtecharta, Artikel 51 Absatz 1 EU-Grundrechtecharta. In jedem Fall muss es unabhängige Behörden geben für den Datenschutz. Für alle anderen Gebiete hat die EU keine rechtliche Ermächtigung, Sekundärrecht zum Datenschutz zu ersetzen. Artikel 4 Absatz 2 EU-Vertrag verpflichtet die EU, die grundlegenden Strukturen und die nationalen Identitäten ihrer Mitgliedstaaten zu respektieren. Der Datenschutzverordnungsentwurf respektiert weder die nationalen Verfassungen noch die Grenzen von Artikel 16a EU-Vertrag. Eine Zensurverordnung im Namen des Datenschutzes. Alle EU-Institutionen werden ausgenommen von dem neuen Datenschutzverordnungsentwurf, Artikel 2 Absatz 5 Buchstabe B. Das Gegenteil von dem, was Artikel 16a EU-Vertrag und Artikel 8 EU-Grundrechtecharta vorschreiben. Dieser offensichtliche Bruch des EU-Primärrechts zeigt, dass der Zweck dieser Verordnungsentwurfs etwas völlig anderes als Datenschutz sein muss. Ein weiteres surreales Stück von Täuschung durch die EU-Kommission. Für wie dumm müssen Sie uns Bürger halten? Einzelpersonen sind ausgenommen, soweit sie persönliche Daten verarbeiten oder verbreiten, ohne jeglichen kommerziellen Zweck und außerhalb des Internets. Artikel 2 Absatz 5 Buchstabe D. Als ein Ergebnis sind alle kommerziellen Publikationen, welche persönliche Daten beinhalten, betroffen durch den Verordnungsentwurf und auch alle nicht kommerziellen Publikationen im Internet. Artikel 3 mit den Definitionen zeigt bereits das falsche Spiel. Datensubjekt Artikel 3 Absatz 1 ist jedes menschliche Wesen. Persönliche Daten sind alle Informationen über menschliche Wesen. Artikel 3 Absatz 2. Controller ist jemand, der Daten über menschliche Wesen verarbeitet. Artikel 3 Absatz 5. Prozessor Artikel 3 Absatz 6. Jemand, der die technische Arbeit für den Controller macht. Erwägungsgrund 103 und Artikel 80 enthalten mögliche Ausnahmen für die Presse von Teilen der Verordnung. Natürlich, wie wir die EU-Kommission kennen, nicht von den drastischsten Teilen. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass die Presse grundsätzlich betroffen ist von dem Verordnungsentwurf. Worte wie Controller sind offensichtlich irreführend ausgewählt. Artikel 5 enthält Ausnahmen von dem Verordnungsentwurf. Zum Beispiel, wenn die Person, über die man Informationen verbreitet, diesem zustimmt. Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe A. Wenn man Informationen im öffentlichen Interesse verarbeitet, Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe C oder innerhalb legitimer eigener Interessen. Wenn die EU-Kommission die Freiheit der Presse im Allgemeinen als öffentliches Interesse oder als legitime Interessen ansehen würde, dann würde sie die Presse in Artikel 5 erwähnen. Artikel 85 des Verordnungsentwurfs erlaubt den Mitgliedstaaten abzuweichen von bestimmten Teilen von Artikel 9 bis 18 des Verordnungsentwurfs für Zwecke des öffentlichen Interesses. Aber Artikel 9 bis 18 sind gerade nicht die drastischsten Artikel des Verordnungsentwurfs. Artikel 7
enthält eine Beweislastumkehr in der Form einer rechtlichen Schuldvermutung. Das bedeutet, wenn man etwas über jemand anders entweder kommerziell veröffentlicht oder im Internet veröffentlicht, dann wird man durch Artikel 7 des Verordnungsentwurfs als schuldig vermutet, wird vermutet, dass man die EU-Datenschutzverordnung gebrochen hat, sodass man dann seine Unschuld beweisen muss. Das kollidiert mit der Pressefreiheit und der Meinungsfreiheit, Artikel 11 EU-Grundrechtecharta, mit der unternehmerischen Freiheit, Artikel 16 EU-Grundrechtecharta und mit dem Recht auf Eigentum, Artikel 17 EU-Grundrechtecharta und mit der Rechtsstaatlichkeit, einem Wert der EU, Artikel 2 EU-Vertrag. Soweit der Datenschutzverordnungsentwurf auch Strafvorschriften verlangt, Artikel 78 kollidiert diese rechtliche Schuldvermutung auch mit Artikel 11 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, mit Artikel 14 Absatz 2 UNO-Zivilpakt, mit Artikel 6 Absatz 2 Europäische Menschenrechtskonvention und mit Artikel 48 Absatz 1 EU-Grundrechtecharta. Artikel 12 des Verordnungsentwurfs verpflichtet einen, die Person, über die man berichten will, zu informieren und der Person mitzuteilen, dass sie einen dafür vor Gericht ziehen kann. Artikel 28 und Artikel 3 Absatz 9 verpflichten einen, jedes Mal, wenn man die Verordnung verletzt, die Person, über die man berichtet oder deren Daten man verarbeitet, innerhalb von 24 Stunden nach der Verletzung zu informieren. Man kann sich vorstellen, was das für investigativen Journalismus in Europa bedeutet. Artikel 25 verpflichtet den Controller zu protokollieren, was er über wen gegenüber welchem Publikum sagt und nach welcher Zeitspanne üblicherweise die Informationen löscht. Außerdem wird von dem Controller verlangt, seine eigenen legitimen Interessen darzulegen. Artikel 30 Absatz 1 verpflichtet den Controller oder Reporter, eine Analyse zu machen über die möglichen Effekte der Datenverarbeitung oder Berichterstattung auf das Datensubjekt. Und Artikel 30 verlangt, dass der Controller oder Reporter keine Datenverarbeitung oder keine Berichterstattung macht, ohne vorherige Einwilligung der betroffenen Personen, also deren Daten man verarbeitet oder über die man berichtet. Man stellte sich einen Reporter vor, der einen Betrugsskandal bezüglich eines EU-Verordnungsentwurfs entdeckt oder der einen Umweltskandal aufdeckt. Er müsste alle Personen, über die er berichten will, fragen, ob er das veröffentlichen darf im Internet oder ob er das kommerziell veröffentlichen darf. Noch schlimmer, vor jeglicher Datenverarbeitung oder Berichterstattung müsste man eine nationale Überwachungsbehörde um ihre Erlaubnis fragen, Artikel 31 Absatz 1. Diese Behörde wäre verantwortlich, jedoch gegenüber keiner nationalen Regierung, sondern gegenüber der EU-Kommission, Artikel 46 Absatz 1 und Artikel 58 der Verordnung. Das ist, wie die EU-Kommission den Begriff der Unabhängigkeit umdefiniert für ihre Machtergreifungszwecke. Nochmals surreal. Wenn diese Überwachungsbehörde mit Abhängigkeit von der EU-Kommission zum Ergebnis käme, dass ein Antrag mit der Verordnung kollidiert, würde sie ein drastisches Bußgeld auferlegen. Dies könnte bereits passieren, wenn die Berechnungen und die Überlegungen bezüglich der möglichen Effekte der Berichterstattung auf andere Leute als unzureichend angesehen werden. Was für eine weit offene Tür für Willkür. Unter den Befugnissen der in Anführungsstrichen nationalen Überwachungsbehörde sind das Verbot der betreffenden Datenverarbeitung oder Berichterstattung, Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe G, die Korrektur oder Löschung der Daten oder Veröffentlichung, Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe F, die Informierung der Datensubjekte, die Personen, deren Daten man verarbeitet oder über die man berichtet, Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe C und Artikel 28. Artikel 77 enthält die Haftung des Controllers und des Prozessors. Artikel 79 die drastischen Bußgelder. Selbst unzureichende Erwägungen und Überlegungen bezüglich der möglichen Effekte der Datenverarbeitung oder Berichterstattung im Internet würden eine Privatperson oder eine Non-Profit-Organisation zwischen 100.000 Euro und 1 Million Euro kosten, jedes Mal, wenn die Überwachungsbehörde einen Antrag nicht akzeptieren würde. Artikel 79 Absatz 4 Buchstabe G. Die Haftung nach Artikel 77 würde jeden Controller treffen, der in der betreffenden Datenverarbeitung teilnimmt oder der Berichterstattung. Dies würde sehr schnell alle Non-Profit-Internet-Nachrichtenagenturen ruinieren. Artikel 78 des Verordnungsentwurfs verlangt von den Mitgliedstaaten in Kraft zu setzen Strafvorschriften gegen Verletzungen der Verordnung. Strafen, drastische Bußgelder und Haftung und alle von ihnen mit einer rechtlichen Schuldvermutung, in Klammern Artikel 7.
Der totale Wahnsinn. Ruinös auch für politische Parteien und NGOs. Laut Erwägungsgrund 38 des Verordnungsentwurfs würde auch die Datenverarbeitung oder Veröffentlichung von politischen Parteien im Verlauf ihrer wahlkampfmäßigen Aktivitäten ausdrücklich innerhalb der rechtlichen Reichweite der Verordnung sein. Um die drastischen Bußgelder zu vermeiden, würden Politiker also im Vorhinein die EU-Kommission um Erlaubnis bitten bezüglich ihrer geplanten wahlkampfmäßigen Choreografie. Und welcher Politiker ist in der Lage, eine detaillierte Analyse zu geben, wie viel Sitze seine politischen Argumente konkurrierende Parteien kosten könnte? Mit dieser Zensurverordnung könnten politische Parteien es sich nur noch leisten, Wahlkampf zu machen, außerhalb des Internets und außerhalb der Presse. Außer wenn die EU-Kommission ihre Kampagne mag. Oder man stelle sich Amnesty International vor, die sich im Internet nur noch einsetzen würden für solche politischen Gefangenen, von denen die EU-Kommission will, dass sie zu sehen sind. Der EU-Zensurverordnungsentwurf kann natürlich nicht das Werk einer Partei sein, obwohl manche Mitglieder der Organisation hinter dem Verordnungsentwurf gleichzeitig Mitglieder von Parteien sein mögen. Die lange Serie von Angriffen mit militaristischem Hintergrund gegen das Internet und gegen die freie journalistische Berichterstattung. Der Verordnungsentwurf, nicht Datenschutzverordnungs, der Zensurverordnungsentwurf, nicht Datenschutzverordnungsentwurf, ist ein Höhepunkt in einer Reihe von Attacken gegen die Meinungsfreiheit und die Pressefreiheit im Internet. Mit einem großen Unterschied, dass diesmal auch alle NGOs, alle politischen Parteien und kommerziellen Medien, soweit sie nicht auf der Linie der EU-Kommission sind und der Thinktanks, die hinter der EU-Kommission stehen mögen, ins Visier genommen werden. Die früheren Attacken auf die Internetpresse haben klar einen Fokus auf militaristische Hintergründe gezeigt. Stefanie zu Guttenberg, die Ehefrau von Karl Theodor zu Guttenberg, hat lobbyiert in einer Fernsehshow in einem von Bertelsmanns RTL-Kanälen für Beschränkungen gegen das Internet im Namen des Schutzes von Kindern. Als ob nicht jedes Land bereit und willens wäre, unverzüglich Webseiten abzuschalten, welche Kinder gefährden. Ihr Ehemann repräsentierte Deutschland damals als dessen Bundesverteidigungsminister in den Verhandlungen zum neuen strategischen Konzept der NATO von 2010. Ende 2010 gab es eine Kampagne der Medienkonzerne Springer über Bild-Zeitung und Bertelsmann über den Spiegel, um Karl Theodor zu Guttenberg zum nächsten Bundeskanzler zu machen. Bertelsmann und Springer gehören beide zu den Medien, die beim ECFR eingebettet sind, öffentlich sichtbar auf der Webseite des ECFR. Das Diskussionspapier für das neue strategische Konzept der NATO war entworfen worden von einer Arbeitsgruppe, geleitet von Madeleine Albright, einer früheren US-Außenministerin und heute eine Lobbyistin des Council on Foreign Relations, CFR. Der CFR ist das Vorbild, nach dem der ECFR in Europa geschaffen worden ist. Der starke Mann innerhalb des ECFR ist Joschka Fischer, früherer deutscher Außenminister und ein Freund von Madeleine Albright. Das Diskussionspapier für das neue strategische Konzept der NATO aus 2010 enthielt zwei Themen, welche hinausgestrichen worden sind nach Protesten von mehreren NATO-Mitgliedstaaten. Das eine waren militärische Aktionen gegen Zivilisten, von denen man bloß meint, dass sie die NATO beleidigt hätten. Wie surreal. Dies bedeutet, die Armee zu benutzen oder Drohnen zu benutzen für das gezielte Töten gegen Journalisten, wie in dem berühmten WikiLeaks-Video, welches den Mord an unschuldigen Reuters-Journalisten im Irak zeigt. Soweit wir uns erinnern, haben die Regierungen von Dänemark und von Luxemburg gegen diese Vorstellung protestiert. Das andere Konzept, welches hinausgestrichen worden ist, war die totale politische Isolation des Iran. Das ist von der Türkei verhindert worden, denn es war zu offensichtlich, dass solch eine Isolation die Vorstufe eines Angriffskriegs gegen Iran sein sollte. Der Council on Foreign Relations ist nicht in der Lage gewesen, die NATO zu täuschen, aber der CFR versucht es wieder, auf anderen Wegen, siehe unten. Ein weiterer Versuch, auch Ende des Jahres 2010 zur Zensur, war in Deutschland der Entwurf eines Vertrags zwischen den Bundesländern, um Internetbloggern mit hohen Kosten zu belasten für die Überprüfung ihrer Webseiten, von welchem Alter an sie angemessen sind. Jener Vertrag ist gestoppt worden durch den Landtag der Provinz Nordrhein-Westfalen. Die aktuellen Attacken gegen die Freiheit des Internets
Internetpresse in den USA finden statt im Namen geistigen Eigentums mit den Gesetzentwürfen SOPA und PIPA. Und hier in Europa mit der EU-Zensurverordnungsentwurf und mit ACTA. Die Verbindung des Zensurverordnungsentwurfs zum ECFR. Die Kooperation von Nelly Kroes, der EU-Kommissarin, die formell zuständig ist für Internetthemen und die auf der Bilderberg-Konferenz 2011 gewesen ist, mit Karl Theodor zu Guttenberg bezüglich des Zensurverordnungsentwurfs, zeigt die Verbindung zum ECFR. Der European Council on Foreign Relations, www.ecfr.eu, ist eine der gefährlichsten militaristischen Denkfabriken in Europa. Sie ist gegründet worden im Oktober 2007. Man schaue sich nur den Rat jener Organisation an. Karl Theodor zu Guttenberg ist einer ihrer größeren Lobbyisten. Ein anderer ist Daniel Cohn-Bendit, der ihnen die Möglichkeit gibt, die grünen Mitglieder des Europaparlaments zu beeinflussen. Sein Lobbying, vermutlich nicht als grüner Europaabgeordneter, sondern als Lobbyist des ECFR zugunsten von Rüstung, wird zum Beispiel sichtbar in dem Artikel Fregatte Sottomarini e Caccia quelle pressioni di Merkel e Sarko per ottenere commesse militari des Corriere della Sera vom 13.02.2012. Der Corriere della Sera hat aufgedeckt, dass finanzielle Unterstützung für Griechenland an die Bedingung geknüpft worden ist von der französischen und der deutschen Regierung, dass die griechische Regierung Waffen von französischen und deutschen Firmen kauft und dass Herr Cohn-Bendit dies unterstützt hat. Ein weiteres Stück von Lobbying von Herrn Cohn-Bendit für den ECFR wird gezeigt in einem Interview des deutschen öffentlichen Fernsehsenders ZDF mit ihm. In jenem Interview hat er geworben für eine Flugverbotszone gegen Libyen oder über Libyen. Das ZDF Nachrichten Heute Journal hat ihn als einen neutralen Vorsitzenden der grünen Fraktion des Europaparlaments gezeigt, obwohl das ZDF es besser gewusst haben sollte. Denn Ruprecht Polenz, der Vorsitzende seines Aufsichtsgremiums ZDF-Fernsehrat, ist ein prominenter Lobbyist des ECFR, ebenso wie Cem Özdemir. Der Letztere ist auch ein ECFR-Lobbyist, auch Mitglied des ZDF-Fernsehrats und einer der beiden Bundesvorsitzenden der grünen Partei Bündnis 90 Die Grünen in Deutschland. Ein drängender Fall für die große Mehrheit der 77 Mitglieder des ZDF-Überwachungsgremiums sind die Beweise, die gezeigt worden sind von dem kommunistischen Medium KITV und dem unabhängigen, vielleicht leicht konservativen Medium Alle Schall und Rauch, dass das ZDF aus welchen Gründen auch immer Teile eines Videos, welches bereits gezeigt worden war in dem ägyptischen Fernsehsender Al Arabiya in 2007. Dieses Video zeigt irakische Polizisten, welche Personen misshandeln, die als Drogendealer verdächtig sind. Aber das ZDF hat das Video in 2011 präsentiert als ein Video von einem syrischen Foltergefängnis. Die deutsche Öffentlichkeit verdient eine Klarstellung, wer das arrangiert hat und ob es da eine Verbindung zwischen der inkorrekten Präsentation jenes Videos gibt zum ECFR oder ob es eine solche Verbindung nicht gibt. Wir wissen zumindest keine andere vergleichbare militaristische Verbindung des ZDF. Der letzte Besuch von ZDF-Vertretern bei dem informelleren militaristischen Netzwerk Bilderberg scheint viele Jahre her zu sein. Zumindest, wenn man nach den verfügbaren Bilderberg-Gästelisten geht. Das politische Magazin Hintergrund, www.hintergrund.de, zeigt mehr über die Verbindung des ECFR mit dem CFR und mit der EU. Laut dem Artikel Think Tanks, die heimlichen Regierungen, hat Joschka Fischer einen Vertrag als Berater mit Madeleine Albright, was eine persönliche Verbindung herstellt vom ECFR zum CFR. Und Hintergrund berichtet, dass Robert Cooper, eine weitere Person, die beim ECFR gelistet ist, in großem Umfang beigetragen hat zur Theorie des liberalen Imperialismus. Das bedeutet Aufrechterhalten der Rechtsstaatlichkeit innerhalb Europas, aber alle zur Verfügung stehenden Mittel zu benutzen gegen Länder außerhalb Europas, um Interessen durchzusetzen. Der gleiche Robert Cooper ist auch ein Sonderberater von der Hohen Repräsentantin der EU für Außenpolitik, Catherine Ashton, und er ist ein Berater von Javier Solana gewesen. Der Artikel von Hintergrund
legt auch offen, dass der wichtigste Finanzier des ECFR der Milliardär George Soros ist. Herr Soros ist offiziell involviert bei ECFR, CFR und Bilderberg. Eine weitere Verbindung zwischen ECFR und Bilderberg wird gezeigt in dem Artikel Ab in die Ecke der Zeitung Die Zeit, wo die Zeitung präsentiert die Meinung des ECFR gegen die militärische Neutralität Deutschlands im Libyen-Konflikt. Die Zeitung Die Zeit wird repräsentiert im Steuerungskomitee in Bilderberg, aber gehört nicht zum ECFR. Der Artikel Ab in die Ecke zeigt damit klar die Zusammenarbeit zwischen ECFR und Bilderberg. Die militärische Aggressivität des ECFR zeigt sich auch in dem Artikel Gefangen in Kafkas Schloss, welchen der ECFR es irgendwie geschafft hat, in die Europathemen das monatliche EU-Magazin der großen deutschen Beamtengewerkschaft zu bringen. In jenem Artikel nennt Ulrike Gero vom ECFR den Lissabon-Urteil des deutschen Bundesverfassungsgerichts verfassungsnationalistisch. Was für ein extremer Zynismus. Das Lissabon-Urteil hat das Angriffskriegsverbot geschützt, vor allem gegen Artikel 21, 22, 42 und 43 EU-Vertrag in Verbindung mit der EU-Sicherheitsstrategie. Das deutsche Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die gesamte Außen- und Sicherheitspolitik der EU nicht supranationalisiert werden darf. Randnummer 255 und 342 des Urteils und dass das Angriffskriegsverbot auf keine Weise umgangen werden darf, auch nicht mittels des EU-Rechts. Mit Giuliano Amato, Jean-Luc Dehaene und John Bruton sind drei damalige Mitglieder des Präsidiums des EU-Konvents, des Gremiums, welches verantwortlich gewesen ist für die öffentliche Diskussion des EU-Verfassungsentwurfs, heute Lobbyisten des ECFR. Der Lissabon-Vertrag hat nur drei große Unterschiede im Vergleich zum EU-Verfassungsentwurf. Er ist ein bisschen weniger militärisch aggressiv, aber enthält viel mehr Privatisierung und er hat EU-Vertrag, AEU-Vertrag und EU-Grundrechtecharta als drei separate Verträge belassen, anstatt sie in einer Verfassung zusammenzumischen. Artikel 42 EU-Vertrag in Verbindung mit der EU-Sicherheitsstrategie, welche seit 2003 strategische Interessen der EU definiert, aber eine rechtliche Bedeutung erst mit Artikel 21 EU-Vertrag und Artikel 42 EU-Vertrag bekommen hat, hätte der EU erlaubt, in undefinierte gescheiterte Staaten einzumarschieren. Artikel 42 EU-Vertrag in Verbindung mit Artikel 2 EU-Vertrag würde der EU erlauben, in jedes Land der Welt einzumarschieren, wo zumindest leichte Verletzungen der Werte der EU stattfinden. Das sind Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit. In anderen Worten, in jedes Land der Welt. Artikel 43 EU-Vertrag würde der EU erlauben, die militärische Intervention in undefinierte Krisen. Man schaue sich nur den Artikel Höchste Zeit für eine Stärkung der gemeinsamen Außenpolitik von Joschka Fischer in der Zeitung Die Welt für Springer Verlag an, welche die klare Absicht des ECFR zeigt, die Möglichkeit zu bekommen, das Angriffskriegsverbot umgehen zu können, mittels Artikel 42 EU-Vertrag. Man erinnere sich, der Springer-Konzern ist eingebettet beim ECFR. Der Artikel Die Kosten des Nichthandels von Dr. Klaus Brummer, Bertelsmann Stiftung, zeigt weitere Gefahren von Artikel 42 und 43 EU-Vertrag. Bertelsmann ist auch beim ECFR eingebettet. So viel Arbeit, um in der Lage zu sein, rechtmäßig das Angriffskriegsverbot umgehen zu können. Und dann ein weißes Urteil rettet den Weltfrieden dadurch vor allem, dass es den Rang der UNO-Charta mitsamt ihrem Angriffskriegsverbot, siehe Artikel 103 UNO-Charta und Artikel 2 Absatz 4 UNO-Charta, oberhalb der Vorschriften des EU-Vertrags zur gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik bewahrt und rettet so Milliarden von Menschenleben. Armer ECFR. Die Respektlosigkeit der Sprache des ECFR bezüglich der syrischen Regierung hat einige Ähnlichkeiten mit der Sprache cholerischer Jugendlicher. Der ECFR versucht scheinbar, den Syrien-Konflikt anzuheizen mittels solcher Art von Sprache mit dem Artikel Assads Continued Defiance in the Face of Growing Isolation vom 13.01.2012. Der ECFR-Artikel Dealing with a Post-Brick Russia vom 30.11.2011 zeigt die Absicht des ECFR, die sich entwickelnde engere Zusammenarbeit zwischen Brasilien, Russland, Indien und China zu schwächen. Der gleiche
sehr unfreundliche Haltung des ECFR gegenüber den BRIC-Ländern ist bereits gezeigt worden, hat sich bereits gezeigt in dem Artikel Gefangen in Kafkas Schloss. Das Lobbying des CFR, Council on Foreign Relations, für einen Angriffskrieg der USA gegen Iran. Das gleichzeitige Auftreten der EU-Datenschutz- bzw. Zensurverordnungsentwurfs von ACTA, von SOPA und von PIPA mit dem CFR-Lobbying dafür, dass die USA den Iran angreifen sollte, ist überhaupt kein Zufall. Es gibt zumindest zwei Quellen, die beweisen, dass gegenwärtig weltweit größte Bedrohung eines Angriffskriegs gegen den Iran, der in einen verheerenden Atomkrieg zu resultieren droht, vom Council of Foreign Relations kommen. CFRs Matthew Krönig hat Angriffskrieg gegen Iran verlangt in seinem Artikel Time to Attack Iran in der Januar-Februar-Ausgabe des CFR-Magazins Foreign Affairs. Er ist laut dem CFR Sonderberater gewesen vom US-Verteidigungsministerium von Juli 2010 bis Juli 2011. Der CFR-Historiker Niall Ferguson hat einen Angriffskrieg gegen Iran verlangt. In seinem Artikel Ein Präventivkrieg gegen Iran ist das kleinere Übel in der Zeitung Die Welt, Springer Verlag, Springer Konzern, vom 11.02.2012. Ferguson benutzte in seinem Artikel das Wort PUSA als eine Abkürzung für den Präsidenten der USA. Dies zeigt einen beträchtlichen Mangel an Respekt des Council on Foreign Relations gegenüber dem Präsidenten der USA sowie der European Council on Foreign Relations bereits einen Mangel an Respekt gegenüber dem Präsidenten von Syrien gezeigt hat. Man erinnere sich, Springer-Konzern ist eingebettet beim ECFR, der europäischen Schwesterorganisation des CFR. Laut der CFR-Webseite gehören zu dessen Gründungskonzernmitgliedern Bank of America Merrill Lynch, Chevron Corporation, ExxonMobil Corporation, Goldman Sachs, Hess Corporation, JP Morgan Chase & Co., McKinsey & Company, The Nasdaq OMX Group. Wollen wirklich all diese Konzerne einen Angriffskrieg der USA, welcher führen würde zu einem Atomkrieg mit China? Interessanterweise sind Goldman Sachs und JP Morgan Chase & Co., die letzteren über David Rockefeller, auch involviert im Bilderberg-Netzwerk. Zum Präsidentenzirkel des Council on Foreign Relations gehören Alcoa, American Express, Barclays Capital, Bennett Jones, BP, CA Technologies, Citi, Credit Suisse, Dell, Eni, Fortress Investment Group, Golden Tree Asset Management, Guardsmark, Kingdom Capital Management, Colden Kravis Roberts & Co., Korn Ferry International, Lazar, Lockheed Martin Corporation, Mars, McGraw-Hill Companies, MetLife, Moody's Investor Service, Morgan Stanley, New Media Investments, Omnicom Group, Parsons Corporation, Reliance Industries Limited, Shell Oil Company, Soros Fund Management, Standard Chartered Bank, The AES Corporation, Toyota Motor North America, UBS AG, Veritas Capital, Weiss Multi-Strategy Advisors. Wollen wirklich all diese Konzerne den Atomkrieg? Komm, unmöglich. Unvorstellbar. Einige global agierende deutsche Firmen sind unter dem Rest der CFR-Konzernmitglieder, darunter die BASF-Konzern und die Deutsche Bank AG. Josef Ackermann, früherer Geschäftsführer der Deutschen Bank AG, ist involviert im Vorbereitungskomitee der Bilderberg-Konferenzen und ein weiterer Vertreter der Deutschen Bank ist beim ECFR. Massenmedien unter den Premium-Mitgliedern des Council on Foreign Relations sind Bloomberg, Economist Intelligence Unit, General Electric, denen gehört NBC, Google, Microsoft, beteiligt an MSNBC, News Corporation, denen gehört Fox News, Thomson Reuters und Time Warner, denen gehört CNN. Für die Verbindung vom Council on Foreign Relations und Bilderberg zu Banken und Massenmedien, vor allem in den USA, siehe Daniel Estulins Artikel Bilderberg und die Massenmedien. Die Rolle des Bilderberg-Netzwerks. Die Macht des informelleren Bilderberg-Netzwerks kommt auch zu einem großen Teil über die Möglichkeit, die Macht ihrer
seiner eingebetteten Medien. Bilderberg ist nur einiges komplexer, fokussiert nicht nur auf Militarismus, sondern noch mehr auf elitistische Interessen von Bankern. Bezüglich der Verbindung zwischen Bilderberg, CFR, Banken und Massenmedien, siehe Daniel Estolins Artikel Bilderberg und die Massenmedien. Bezüglich der Verbindung von ECFR zu Bilderberg finden wir wieder den Milliardär George Soros in beiden Organisationen. Und Etienne Davignon, einen früheren EU-Kommissar und früheren Vorsitzenden von Bilderberg, welcher zu den ECFR-Lobbyisten gehört. Joschka Fischer hat Bilderberg 2008 besucht. Wenn man sich die Bilderberg-Gästeliste 2011 anschaut, findet man viele der Hauptakteure von Europas Banker-Bereicherungsmechanismen EFSM, EFSF und ESM, darunter Herman von Rompuy, Jean-Claude Juncker, Christine Lagarde zu ihrem Antrittsbesuch, bevor sie Geschäftsführerin des IWF wurde, Mario Monti, Bilderberg-Steuerungskomitee und Goldman Sachs-Berater, die damaligen Finanzminister von Italien und Griechenland, der gegenwärtige Schatzkanzler von Großbritannien, George Osborne, selbst der frühere deutsche Bundesfinanzminister Peer Steinbrück, der starke zusätzliche Medienberichterstattung beginnend mit seinem Bilderberg-Besuch bekam. Auch die real existierende Zensurkommissarin Nelly Kroes der EU ist da gewesen. Bezüglich der Verbindung der EU-Kommission ist ECFR siehe oben. Es ist furchterregend, wie sehr die Lobbys für einen Weltkrieg und für die Bankerbereicherung einander überlappen. Dies erklärt, warum der CFR für einen Atomkrieg lobbyiert, um die Macht eines Teils seiner Mitglieder innerhalb des Finanzsystems zu stabilisieren. Gegen jeglichen Menschenverstand und gegen die Interessen der meisten seiner Mitglieder. Der polnische Psychiater Dr. Andrzej Jabłoczewski erläutert, dass Psychopathen Leute sind, deren Bewusstsein in einer Art und Weise verschoben ist, dass sie ihr eigenes Mitgefühl nicht spüren können. Der Wahn kommt auch von einer geisteskranken Verschiebung der Wahrnehmung. Dies erklärt auch das surreale Verhalten, die surrealen Befehle und die surrealen legislativen Initiativen wie die täuscherische EU-Zensurverordnung im Namen des Datenschutzes. Die 2012er Bilderberg-Konferenz ist geplant, stattzufinden in Haifa im Israel im Juni 2012. In dem Land, wo eine Bilderberg-Konferenz stattfindet, steht oft bald danach wichtige geostrategische Ereignisse, wie zum Beispiel die Finanzkrise nach der Bilderberg-Konferenz, die 2009 in Griechenland stattgefunden hatte. Goldman Sachs in einer zentralen Position für den geplanten Angriffskrieg. Goldman Sachs ist involviert in Bilderberg und gehört zu den Gründungskonzernmitgliedern des CFR. Außerdem hat Goldman Sachs in rasender Geschwindigkeit präzedenzlose Macht über Europa bekommen. Goldman Sachs-Lobbyist Mario Monti ist Premierminister von Italien. Goldman Sachs-Lobbyist Lukas Papademos ist Premierminister von Griechenland. Goldman Sachs kontrolliert also bereits die Armeen von Italien und Griechenland und entscheidet, wie diese beiden Länder im Europäischen Rat und im Ministerrat der EU abstimmen. Mario Monti ist nicht nur weiterhin Berater auf der Gehaltsliste von Goldman Sachs, er ist auch im Führungsgremium von Bilderberg. Außerdem regiert Goldman Sachs-Lobbyist Mario Draghi die Europäische Zentralbank EZB. Und Goldman Sachs-Lobbyist Jörg Asmussen ist zum deutschen Bundesfinanzministerium gewesen und am 01.01.2012 gewechselt ins Direktorium der EZB. Wie viel von den deutschen Beiträgen zu EFSM, EFSF und ESM mögen von Goldman Sachs beeinflusst gewesen sein? Im Blick auf den Artikel Die Angst der Amerikaner vom 3.11.2011 der Financial Times Deutschland gibt den Eindruck, dass die Hauptmotivation von Goldman Sachs, seine Lobbyisten, Regierungsministerien und EZB zu senden, ist, sicherzustellen, dass Griechenland und Italien keinen Staatsbankrott bekommen. Denn wenn in einigen bestimmten Ländern ein Staatsbankrott sich ereignen würde, so der Financial Times Deutschland Artikel, würden Goldman Sachs seine riesigen Credit Default Swaps zu bezahlen haben. Die Zeitung sagt jedoch nicht, wie stark Goldman Sachs involviert ist in Credit Default Swaps in welchem Land.
Aber die Kontrolle von Goldman Sachs über die Regierung von Italien und Griechenland, die Kontrolle von Goldman Sachs über die Menge, die produziert wird in der Eurozone und ein beträchtlicher Teil der Macht im Bilderberg sprechen eine andere Sprache. Alle Schulden, die Griechenland in den letzten Jahren gemacht hat, um Waffen zu kaufen, nur um die mächtigste und modernste Armee der EU-Mitgliedstaaten Goldman Sachs zu übergeben. Goldman Sachs hält bereits die Kontrolle über die Möglichkeit der EU für Kriegsfinanzierung per Notenpresse. Und nicht zu vergessen, Goldman Sachs kontrolliert nun, welche politischen Bedingungen die EZB beiträgt für Länder, welche Geld bekommen von den Bankenbereicherungsmechanismen EFSM, EFSF und ESM. Und der ESM würde die Macht haben, seine eigenen Geldmittel auf Kosten der Staaten der Eurozone zu erhöhen, um die nationalen Haushalte auszutrocknen, nicht um irgendein Land zu retten. Das würde mehr und mehr Länder der Eurozone zwingen, entweder Geld vom ESM sich zu leihen, mit IWF-artig strengen politischen Auflagen, zu welchen die EZB, geführt von Goldman Sachs, beitragen würde, oder informeller politische Bedingungen zu bekommen, die mit der Geldschöpfung zusammenhängen. Goldman Sachs gehört auf den ersten Blick zu den Gründungskonzernmitgliedern des CFR, und welche ein Motiv für einen Weltkrieg haben, mit dem wahnhaften Ziel, ihre Macht innerhalb des Finanzsystems zu stabilisieren. Und Goldman Sachs hat genug Macht, innerhalb des CFR, wenn Goldman Sachs hat genug Macht innerhalb des CFR, um einen möglichen Atomkriegsplan zu stoppen, wenn Goldman Sachs das will. Sogenannte angelsächsische Mission, ein Plan gegen die friedlichen Interessen der USA, Chinas, Israels und Irans. In 2010 hat ein ehemaliger britischer Soldat gegenüber dem Internetmedium Avalon-Projekt berichtet, dass er auf einer geheimen Sitzung in London gewesen ist, wo Leute offen gesprochen haben über eine sogenannte angelsächsische Mission. Er berichtete, dass diese fokussiert sei auf einen Konflikt im Mittleren Osten, um einen Nuklearkrieg gegen China zu provozieren und um diesen Krieg zu benutzen, um eine Art von Weltdiktatur zu schaffen. Er lehnte es ab, dem Medium seine Identität mitzuzahlen oder die Identitäten der anderen Personen auf jener Sitzung, und er bezog sich dabei auf seinen Eid als früherer britischer Soldat. Aber er sagte, dass er einige dieser Personen von der City of London kennt. Er sagte auch, dass viel von der gegenwärtigen Finanzkrise manipuliert sei und dass beabsichtigter Teil dieser angelsächsischen Mission sei. Dies ist ein starker Hinweis darauf, dass die Geheimsitzung, von der er berichtete, stattgefunden hat innerhalb der sogenannten City of London, möglicherweise in einem Roundtable oder Freimaurerzirkel, welche von bestimmten Banken unterwandert sind. Die meisten Freimaurerzirkel sind friedlich und strategisch bedeutungslos, werden nur benutzt von Geschäftsleuten, die dort Beziehungen und Einfluss gewinnen wollen für ihre geschäftliche Karriere. Aber einige von ihnen werden instrumentalisiert durch elitistische Interessen. Das einzige Netzwerk, was uns bekannt ist, welches verbunden genug ist, genug Beziehungen hat und mächtig genug ist, um eine gleichzeitige Choreografie der Finanzkrise von Massenmanipulation über Konzernmedien und genug Einfluss hat auf EU und auf NATO, um solches zu bewerkstelligen, ist Bilderberg. Der Informant sagte in dem Interview, dass die Zeit für die Umsetzung der angelsächsischen Mission gewählt werden sollte, in zeitlicher Nähe zu einem geophysikalischen Ereignis, aber er wusste nicht, wann dieses Ereignis stattfinden würde. Lassen Sie mich am Schluss dieses Berichts einen Aufruf machen. Was unseres Erachtens getan werden muss: Der EU-Zensurverordnungsentwurf muss gestoppt werden. Zeigen Sie den militaristischen Hintergrund auf. Verbieten Sie den Council on Foreign Relations und den European Council on Foreign Relations.
senden sie Tausende von Reportern von überall auf der Welt hin für volle Berichterstattung bei der Bilderberg-Konferenz in Haifa im Juni 2012 und für alle folgenden Bilderberg-Konferenzen. Fordern sie Frieden zwischen USA, China, Israel und Iran und fördern sie das Verständnis und die Vertrauensbildung zwischen diesen Ländern auf allen möglichen zur Verfügung stehenden Ebenen. Wenn Sie eine prominente Person oder ein Konzern sind und involviert sind bei CFR, ECFR oder Bilderberg, sagen Sie der Weltöffentlichkeit, dass Sie diesen Organisationen nicht erlauben, Sie in eine Atomkriegsaffäre hineinzuziehen, und denken Sie darüber nach, diese Organisationen zu verlassen. Und last but not least, demokratisieren Sie die EU. Unser stärkstes Mittel, um den Frieden und die Demokratie zu bewahren, sind Transparenz und ihre Lügen bloßzustellen. Das Stoppen der EU-Zensurverordnung ist dafür entscheidend. Die Sicherstellung einer Mehrheit gegen den Verordnungsentwurf ist der gegenwärtig größte Beitrag, den das Europaparlament tun kann für die Bewahrung des Friedens. Die Auflösung der Verbindung zwischen Massenmedien und militaristischen Denkfabriken sollte unter den nächsten Schritten sein. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.